Realität ist wesentlicher für unsere Selbstvergewisserung als die Geschichte. Sie zeigt uns den weitesten Horizont der Menschheit, bringt uns die unser Leben begründenden Gehalte der Überlieferung, zeigt uns die Maßstäbe für das Gegenwärtige, befreit uns aus der bewusstlosen Gebundenheit an das eigene Zeitalter, lehrt uns den Menschen seinen höchsten Möglichkeiten und seinen unvergänglichen Schöpfungen sehen. Unsere Muße können wir nicht besser verwenden, als mit den Herrlichkeiten der Vergangenheit vertraut zu werden und vertraut zu bleiben und das Unheil zu sehen, in dem alles zugrunde ging. Was wir gegenwärtig erfahren, verstehen wir besser im Spiegel der Geschichte. Was die Geschichte überliefert, wird uns lebendig aus unserem eigenen Zeitalter. Unser Leben geht voran in der wechselseitigen Erhellung von Vergangenheit und Gegenwart. Nur in der Nähe, bei leibhaftiger Anschauung, bei Zuwendung zum Einzelnen geht uns Geschichte wirklich auf. Philosophierend dagegen ergehen wir uns nur in einigen abstrakt bleibenden Erörterungen. Die Weltgeschichte kann aussehen wie ein Chaos zufälliger Ereignisse. Sie scheint im Ganzen ein Durcheinander wie die Wirbel einer Wasserflut. Es geht immer weiter, von einer Verwirrung in die andere, von einem Unheil in das andere, mit kurzen Lichtblicken des Glücks, mit Inseln, die vom Strom eine Weile verschont bleiben, bis auch sie überspült werden. Alles in allem mit einem Bild Max Webers, eine Straße, die der Teufel pflastert mit zerstörten Werten. Wohl zeigen sich für die Erkenntnis Zusammenhänge des Geschehens, so einzelne Kausalzusammenhänge, etwa die Wirkungen technischer Erfindungen für die Arbeitsweise, der Arbeitsweise für die Gesellschaftsstruktur, der Eroberungen für Völkerschichtungen, der Kriegstechnik für die militärischen Organisationen und dieser für den Staatsaufbau und so fort ins Endlose. Es zeigen sich über Kausalzusammenhänge hinaus gewisse Totalaspekte, etwa in der Stilfolge des Geistigen durch eine Reihe von Generationen, als auseinander hervorgehende Zeitalter der Kultur, als große geschlossene Kulturkörper in ihrer Entwicklung. Spengler und die ihm Folgenden sahen solche Kulturen aus der Masse des bloß dahinlebenden Menschseins erwachsen, gleichsam wie Pflanzen aus dem Boden, die blühen und absterben, in nicht begrenzbarer Zahl. Spengler zählte bisher 8, Toynbee 21. So gesehen hat Geschichte keinen Sinn, keine Einheit und keine Struktur als nur in den unübersehbar zahlreichen kausalen Verkettungen und in den morphologischen Gestaltungen, wie sie auch im Naturgeschehen vorkommen, nur dass sie in der Geschichte viel weniger exakt feststellbar sind. Geschichtsphilosophie aber bedeutet, solchen Sinn, solche Einheit, die Struktur der Weltgeschichte zu suchen. Diese kann nur die Menschheit im Ganzen treffen. Entwerfen wir ein Schema der Weltgeschichte. Seit Jahrhunderttausenden lebten schon Menschen. Sie sind nachgewiesen durch Knochenfunde in zeitlich datierbaren geologischen Schichten. Seit Jahrzehntausenden lebten uns anatomisch völlig ähnliche Menschen. Gibt es Reste von Werkzeugen, ja von Malereien? Erst seit 5.000 bis 6.000 Jahren haben wir eine dokumentierte, zusammenhängende Geschichte. Die Geschichte hat 4 tiefgreifende Einschnitte. Erstens, nur erschließbar ist der erste große Schritt der Entstehung der Sprachen, der Erfindung von Werkzeugen, des Entzündens und des Gebrauches des Feuers. Es ist das prometheische Zeitalter,
die Grundlage aller Geschichte, durch die der Mensch erst Mensch wurde, gegenüber einem uns nicht vorstellbaren, nur biologischen Menschsein. Wann das war, durch welche langen Zeiträume sich die einzelnen Schritte verteilten, wissen wir nicht. Dieses Zeitalter muss sehr lange zurückliegen und das Vielfache der dokumentierten, demgegenüber zeitlich fast verschwindenden geschichtlichen Zeit betragen. Zweitens, zwischen 5000 und 3000 vor Christus erwuchsen die alten Hochkulturen ungefähr gleichzeitig in Ägypten, Mesopotamien, am Indus, etwas später Angho in China. Es sind kleine Lichtinseln in der breiten Masse der schon den ganzen Planeten bevölkernden Menschheit. Drittens. Um 500 vor Christus erfolgte die geistige Grundlegung der Menschheit, von der sie bis heute zehrt, und zwar gleichzeitig und unabhängig in China, Indien, Persien, Palästina, Griechenland. Viertens. Seitdem ist nur ein einziges, ganz neues, geistig und materiell einschneidendes Ereignis erfolgt, von gleichem Rang weltgeschichtlicher Wirkung, das wissenschaftlich-technische Zeitalter, vorbereitet in Europa seit dem Ende des Mittelalters, geistig konstituiert im 17. Jahrhundert, in breiter Entfaltung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, in überstürzt schneller Entwicklung erst seit einigen Jahrzehnten. Werfen wir nun einen Blick auf den dritten Einschnitt um 500 vor Christus. Hegel sagte, die Erscheinung des Gottessohnes ist die Achse der Weltgeschichte. Geschichte geht zu Christus hin und kommt von ihm her. Für diese christliche Struktur der Weltgeschichte ist unsere Zeitrechnung die tägliche Bezeugung. Der Mangel ist, dass solche Ansicht der Universalgeschichte nur für gläubige Christen Geltung haben kann. Auch im Abendland hat aber der Christ seine empirische Geschichtsauffassung nicht an diesen Glauben gebunden. Die heilige Geschichte trennte sich dem Christen als sinnverschieden von der profanen. Eine Achse der Weltgeschichte, falls es sie gibt, wäre nur für die profane Geschichte und hier empirisch als ein Tatbestand zu finden, der als solcher für alle Menschen, auch für die Christen, gültig sein kann. Er müsste für das Abendland und Asien und alle Menschen ohne den Maßstab eines bestimmten Glaubensinhaltes überzeugend sein. Für alle Völker würde damit ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen. Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun zu liegen in dem zwischen 800 und 200 vor Christus stattfindenden geistigen Prozess. Es entstand der Mensch, mit dem wir heute leben. Diese Zeit sei in Kürze die Achsenzeit genannt. In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zum Nihilismus entwickelt. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias bis zu Deutero-Jesajas. Griechenland sah Homer, die Philosophen, Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker, Thukydides und Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Das Neue dieses Zeitalters ist überall, dass der Mensch sich des Seins im Ganzen
seiner selbst und seiner Grenzen bewusst wird. Er erfährt die Furchtbarkeit der Welt und die eigene Ohnmacht. Er stellt radikale Fragen, drängt vor dem Abgrund auf Befreiung und Erlösung. Das mythische Zeitalter war in seiner Ruhe und Selbstverständlichkeit zu Ende. Es begann der Kampf mit dem Mythos aus Rationalität und realer Erfahrung. Der Kampf um die Transzendenz des einen Gottes gegen die Dämonen. Der Kampf gegen die unwahren Götter aus ethischer Empörung. Der Mensch ist nicht mehr in sich geschlossen. Er ist sich selber ungewiss, damit aufgeschlossen für neue, grenzenlose Möglichkeiten. Zum ersten Mal gab es damals Philosophen. Menschen wagten es, als Einzelne sich auf sich selbst zu stellen. Einsiedler und wandernde Denker in China, Asketen in Indien, Philosophen in Griechenland, Propheten in Israel gehören zusammen. So sehr sie in Glauben, Gehalten, innerer Verfassung voneinander verschieden sind. Der Mensch vermochte es, sich der ganzen Welt innerlich gegenüberzustellen. Er entdeckte in sich den Ursprung, aus dem er sich über sich selbst und die Welt erhebt. Das Zeitalter, in dem dies durch Jahrhunderte sich entfaltete, war aber keine einfach aufsteigende Entwicklung. Es war Zerstörung und Neuhervorbringen zugleich. Eine Vollendung wurde keineswegs erreicht. Die höchsten Möglichkeiten, die in einzelnen Menschen verwirklicht waren, wurden nicht Gemeingut. Was zuerst Freiheit der Bewegung war, wurde am Ende Anarchie. Als das Schöpfertum dem Zeitalter verloren ging, geschah in den drei Kulturbereichen gleichzeitig die Fixierung von Lehrmeinungen und die Nivellierung. Aus der unerträglich werdenden Unordnung erwuchs der Drang zu neuer Bindung in der Wiederherstellung dauernder Zustände. Und der Abschluss war zunächst politisch. Es entstanden große, allbeherrschende Reiche, wiederum fast gleichzeitig in China, durch Qin, Shi Huangdi, in Indien durch die Maurya-Dynastie, im Abendland durch das Römische Reich. Überall wurde im Zusammenbruch zunächst eine technisch und organisatorisch planmäßige Ordnung gewonnen. Auf die Achsenzeit bezieht sich das geistige Leben der Menschheit bis heute zurück. In China, in Indien und im Abendlande gibt es die bewussten Rückgriffe, die Renaissancen. Wohl sind wiederum neue, große geistige Schöpfungen entstanden, aber erweckt durch das Wissen um die in der Achsenzeit erworbenen Gehalte. So geht der große Zug der Geschichte vom ersten Menschwerden über die alten Hochkulturen bis zur Achsenzeit und ihren Folgen. Seitdem, so scheint es, hat ein zweiter Zug begonnen. Unser wissenschaftlich-technisches Zeitalter ist wie ein zweiter Anfang, vergleichbar nur dem ersten Erfinden von Werkzeugen und der Feuerbereitung. Würden wir eine Vermutung durch Analogie wagen, so diese. Wir werden durch Gestaltungen hindurchgehen, die analog sind den Organisationen und Planungen der alten Hochkulturen wie Ägyptens, aus dem die alten Juden auswanderten und das sie als Arbeitshaus verabscheuten, als sie einen neuen Grund in der Achsenzeit mitlegten. Vielleicht geht die Menschheit durch diese Riesenorganisationen hindurch, wie damals, auf eine neue, uns noch ferne und unsichtbare und unvorstellbare neue Achsenzeit der eigentlichen Menschwerdung. Jetzt aber leben wir in einem Zeitalter der furchtbarsten Katastrophen. Es scheint, als ob alles, was überkommen ist, eingeschmolzen werden sollte. Und doch ist der Grund eines neuen Baus noch nicht überzeugend sichtbar.
Was wir Geschichte nennen, ist im bisherigen Sinn zu Ende. Es war ein Zwischenaugenblick von 5000 Jahren, von Lokalgeschichten, nach denen heute zum ersten Mal die Weltgeschichte beginnt. Ein Raum von 5000 Jahren zwischen der durch vorgeschichtliche Jahrhunderttausende sich erstreckende Besiedlung des Erdballs und dem heutigen Beginn der eigentlichen Weltgeschichte in unabsehbare Zukunft. Es waren diese 5 Jahrtausende, gemessen an den Zeiten des vorhergehenden Menschseins und den zukünftigen Möglichkeiten, ein winziger Zeitraum. Diese Geschichte bedeutete gleichsam das Sich-Treffen, das Sich-Versammeln der Menschen zur Aktion der Weltgeschichte, war der geistige und technische Erwerb der Ausrüstung zum Bestehen der Reise. Wir fangen gerade an. In solchen Horizonten müssen wir uns orientieren, wenn wir in den Realitäten unseres Zeitalters schwarz sehen und die ganze menschliche Geschichte für verloren halten möchten. Wir dürfen glauben an die kommenden Möglichkeiten des Menschseins. Auf kurze Sicht ist heute alles trübe, auf lange Sicht nicht. Uns dessen zu vergewissern, bedürfen wir die Maßstäbe der Weltgeschichte im Ganzen. Fragen wir nun nach dem Sinn der Geschichte. So liegt für den, der an ein Ziel der Geschichte glaubt, es nahe, dieses Ziel nicht nur zu denken, sondern planend zu verwirklichen. Aber unsere Ohnmacht erfahren wir, wenn wir im Ganzen planend uns einrichten möchten. Die übermütigen Planungen von Gewalthabern aus einem vermeintlichen Totalwissen von der Geschichte scheitern in Katastrophen. Die Planungen der Einzelnen in ihrem engen Kreise gelingen, misslingen oder werden Momente ganz anderer, ungeplanter Sinnzusammenhänge. Der Gang der Geschichte erscheint entweder wie eine Walze, gegen die niemand sich halten kann, oder sie erscheint wie ein Sinn, der ins Unendliche hinein deutbar ist, durch neue Ereignisse sich wieder erwarten kundgibt, immer vieldeutig bleibt. Ein Sinn, den wir nie wissen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Die Frage nach dem Sinn der Geschichte ist durch eine Antwort, die ihn als ein Ziel ausspricht, nicht zu lösen. Was will Gott mit dem Menschen? Vielleicht ist eine weite, unbestimmte Sinnvorstellung möglich. Geschichte ist die Stätte des Offenbarwerdens, was der Mensch sei, sein könne und was aus ihm werde und was er vermöge. Auch die größte Bedrohung ist dann eine dem Menschsein gestellte Aufgabe. Es gilt in der Wirklichkeit hohen Menschseins nicht nur der Maßstab der Sekurität. Dann aber bedeutet Geschichte viel mehr. Sie ist eine Stätte des Offenbarwerdens des Seins der Gottheit. Das Sein wird offenbar im Menschen mit dem anderen Menschen. Denn Gott zeigt sich in der Geschichte nicht auf eine einzige, ausschließende Weise. Jeder Mensch steht der Möglichkeit nach unmittelbar zu Gott. In der geschichtlichen Mannigfaltigkeit sieht das eigene Recht des überall Unersetzlichen, Unableitbaren. Nicht das Endziel der Geschichte, aber ein Ziel, das selber die Bedingung für das Erreichen der höchsten Möglichkeiten des Menschseins wäre, ist formal zu bestimmen. Die Einheit der Menschheit. Die Einheit ist nicht schon durch ein rational Allgemeines der Wissenschaft zu erreichen. Die Einheit ist auch nicht gelegen in einer allgemeinen Religion, die etwa auf Religionskongressen durch Beratschlagung einmütig festgestellt würde. Sie ist auch nicht wirklich durch die Konventionen einer aufgeklärten Sprache des gesunden Menschenverstandes. Einheit kann nur gewonnen werden
aus der Tiefe der Geschichtlichkeit, in der grenzenlosen Kommunikation des geschichtlich Verschiedenen, im Unabschließbaren, auf der Höhe zu reinem liebenden Kampfe werdenden, miteinander sprechen. Für dieses menschenwürdige Miteinander ist Voraussetzung ein Raum der Gewaltlosigkeit. Ihn zu gewinnen, ist eine Einheit der Menschheit in der Ordnung der Daseinsgrundlagen denkbar und scheint nicht völlig utopisch. Bedingung dieser Einheit der Daseinsgrundlagen ist eine politische Form, auf die sich alle einigen können, weil sie die Chancen der Freiheit für alle auf das höchste Maß bringt. Diese Form, nur im Abendland zum Teil verwirklicht und grundsätzlich durchdacht, ist der Rechtsstaat, die Legitimität durch Wahlen und Gesetze, die Möglichkeit der Veränderung der Gesetze nur auf gesetzlichem Wege. Hier ringen die Geister um die Erkenntnis der rechten Sache, um die öffentliche Meinung, um die Heranziehung möglichst vieler zu hellster Einsicht und vollständigem Orientiertsein durch Nachrichten. Das Ende der Kriege würde in einer Weltordnung des Rechts erreicht, in der dann kein Staat noch die absolute Souveränität besäße, die vielmehr allein der Menschheit in ihrer Rechtsordnung und deren Funktionen zukäme. Wenn aber die Humanität die Kommunikation will und den Verzicht auf Gewalt zugunsten einer, wenn auch immer noch ungerechten, doch gerechter werdenden Rechtsordnung, dann hilft uns kein Optimismus, der aus der Überzeugungskraft solcher Gesinnung die Zukunft eindeutig heilvoll sieht. Eher haben wir Anlass zum Gegenteil. Wir sehen, jeder in sich selbst, den Eigenwillen, den Widerstand gegen Selbstdurchleuchtung, die Sophistik, mit der auch die Philosophie zum Verschleiern benutzt wird, sehen das Abstoßen des Fremden statt der Kommunikation, die Lust an Macht und Gewalt, das Hingerissenwerden der Massen durch Kriegschancen in blinder Hoffnung auf Gewinn und durch das wilde, alles opfernde, todbereite Abenteuer, sehen dagegen die geringe Bereitschaft der Massen zu Verzicht, zum Sparen, zur Geduld und zu nüchternem Aufbau solider Zustände. Und wir sehen die Leidenschaften, die fast hemmungslos durch alle Kulissen des Geistes hindurch ihren Weg erzwingen. Wir sehen weiter, ganz abgesehen von diesen Charakterzügen des Menschen, die unaufhebbare Ungerechtigkeit in allen Institutionen, sehen die Situationen entstehen, die mit Gerechtigkeit unlösbar sind, etwa infolge der Bevölkerungszunahme und ihrer Verteilung oder infolge eines ausschließenden Besitzes von etwas, das alle begehren und das nicht teilbar ist. Daher scheint fast unaufhebbar die Grenze, wo in irgendeiner Form wieder die Gewalt durchbricht. Die Frage kehrt wieder, ob Gott oder der Teufel die Welt regiere. Und es ist ein unbegründbarer Glaube, dass am Ende doch der Teufel im Dienste Gottes stehe. Wenn wir als Einzelne unser Leben zerrinnen sehen, in bloßer Augenblicklichkeit, hineingerissen in die Zusammenhangslosigkeit von Zufällen und übermächtigen Ereignissen, angesichts der Geschichte, die am Ende zu sein und nur Chaos übrig zu lassen scheint, dann suchen wir uns aufzuschwingen und damit alle Geschichte zu überwinden. Wohl müssen wir uns unseres Zeitalters und unserer Situation bewusst bleiben. Eine moderne Philosophie kann ohne Erhellung dieses sich Gegebenseins in der Zeit an bestimmtem Ort nicht erwachsen.
Aber wenn wir unter den Bedingungen des Zeitalters stehen, so philosophieren wir darum nicht etwa aus diesen Bedingungen, sondern wie jederzeit aus dem Umgreifenden. Wir dürfen, was wir sein können, nicht auf unser Zeitalter abwälzen, uns ihm unterwerfend. Vielmehr versuchen wir, durch die Erhellung des Zeitalters vorzudringen, dorthin, wo wir aus der Tiefe leben können. Wir sollen auch nicht die Geschichte zur Gottheit machen. Wir brauchen das gottlose Wort, die Weltgeschichte sei das Weltgericht, nicht anzuerkennen. Sie ist keine letzte Instanz. Scheitern als solches ist noch kein Gegenargument gegen die Wahrheit, die sich transzendent gegründet findet. Mit der Aneignung der Geschichte quer zu ihr werfen wir den Anker in der Ewigkeit. Die Unabhängigkeit des Menschen wird verworfen von allem Totalitären. Mach es als religiöser Glaube, den Anspruch alleiniger Wahrheit ein Alle erheben. Mach es als Staat bei der Einschmelzung alles Menschlichen in den Bau des Machtapparates, nichts mehr übrig lassen an eigenem, wenn selbst Beschäftigung in der Freizeit der Gesinnungslinie entsprechen muss. Unabhängigkeit scheint lautlos verloren zu gehen, in der Überflutung allen Daseins durch das Typische, die Gewohnheiten, die unbefragten Selbstverständlichkeiten. Philosophieren aber heißt, um seine innere Unabhängigkeit ringen, unter allen Bedingungen. Was ist die innere Unabhängigkeit? Es lebt ein Bild des Philosophen als des unabhängigen Menschen seit der späteren Antike. Das Bild hat mehrere Grundzüge. Dieser Philosoph ist unabhängig erstens, weil er bedürfnislos ist, frei von der Welt der Güter und von der Herrschaft der Triebe. Er lebt asketisch. Zweitens, weil er ohne Angst ist, denn er hat die Schreckbilder der Religionen in ihrer Unwahrheit durchschaut. Drittens, weil er unbeteiligt an Staat und Politik ist, in der Verborgenheit in Ruhe lebt, ohne Bindungen, als Weltbürger. In jedem Falle glaubt dieser Philosoph einen absolut unabhängigen Punkt, einen Standpunkt außerhalb aller Dinge, damit eine Unbetroffenheit und Unerschütterlichkeit erreicht zu haben. Dieser Philosoph ist Gegenstand der Bewunderung, aber auch Gegenstand des Misstrauens geworden. Seine Wirklichkeit bezeugt wohl in mannigfachen Gestalten eine ungewöhnliche Unabhängigkeit in Armut, Ehelosigkeit, Berufslosigkeit, apolitischem Leben, bezeugt ein Glück, das nicht bedingt ist durch etwas von außen kommendes, sich vollzieht in dem Bewusstsein einer Wanderschaft und der Gleichgültigkeit gegen die Schläge des Schicksals. Aber manche dieser Gestalten bezeugen auch ein gewaltiges Selbstgefühl, einen Wirkungswillen und damit Stolz und Eitelkeit, eine Kälte im Menschlichen und eine Hässlichkeit der Feindschaft gegen andere Philosophen. Allen ist eine dogmatische Haltung in der Lehre eigen. Die Unabhängigkeit ist so wenig rein, dass sie als undurchschaute, manchmal wie lächerliche Abhängigkeit erscheint. Doch liegt hier geschichtlich, neben der biblischen Religion, eine Quelle möglicher Unabhängigkeit. Der Umgang mit diesen Philosophen ermuntert den eigenen Unabhängigkeitswillen, vielleicht gerade dadurch, dass man sieht, der Mensch kann sich nicht halten auf einem isolierten Punkt der Losgelöstheit. Diese vermeintlich absolute Freiheit schlägt sogleich um in eine andere Abhängigkeit. Im Äußeren von der Welt, um deren Anerkennung gebuhlt wird, im Inneren von undurchhellten Leidenschaften. Auf dem Wege der spätantiken Philosophen geht es nicht. Trotz ihrer zum Teil großartigen Erscheinungen
haben sie im Kampf um die Freiheit starre Figuren und hintergrundslose Masken erzeugt. Wir sehen, die Unabhängigkeit verkehrt sich ins Gegenteil, wenn sie sich für absolut hält. In welchem Sinne wir um Unabhängigkeit ringen können, das ist gar nicht leicht zu beantworten. Die Unabhängigkeit ist fast unüberwindbar zweideutig. Sehen wir Beispiele. Philosophie, zumal als Metaphysik, entwirft ihres Spiel des Gedankens, gleichsam Figuren des Denkens, denen der Denkende, der sie hervorbringt, durch seine unendliche Möglichkeit überlegen bleibt. Damit ist aber die Frage, ist der Mensch Herr seiner Gedanken, weil er gottlos ist und ohne Bezug auf einen Grund sein schaffendes Spiel treiben kann, eigenmächtig, nach je selbstgesetzten Spielregeln, entzückt von seiner Form, oder umgekehrt, weil er auf Gott bezogen seiner Sprache überlegen bleibt, in die als Kleider und Figuren er bannen muss, was als absolutes Sein in ihnen immer unangemessen erscheint und daher ins Unendliche des Wandels bedarf. Hier liegt die Unabhängigkeit des Philosophierenden darin, dass er seinen Gedanken nicht als Dogmen verfällt und damit ihnen unterworfen wäre, sondern dass er Herr seiner Gedanken wird. Aber Herr seiner Gedanken sein, das bleibt eben zweideutig. Bindungslosigkeit in der Willkür oder Bindung in der Transzendenz. Ein anderes Beispiel. Wir suchen, um unsere Unabhängigkeit zu gewinnen, den sogenannten archimedischen Punkt außerhalb der Welt. Das ist ein wahres Suchen. Aber die Frage ist, der archimedische Punkt ein Außerhalbsein, das den Menschen in totaler Unabhängigkeit gleichsam zum Gotte macht? Oder ist er der Punkt außerhalb, wo er eigentlich Gott begegnet und seine einzige vollkommene Abhängigkeit erfährt, die ihn erst unabhängig in der Welt macht? Wegen dieser Zweideutigkeiten vermach Unabhängigkeit so leicht, statt Weg zum eigentlichen Selbstsein zu werden, vielmehr als Unverbindlichkeit des stets auch Anderskönnens zu erscheinen. Dann geht das Selbstsein verloren an die bloßen Rollen, die jeweils gespielt werden. Diese scheinbare Unabhängigkeit hat, wie alles Täuschende, endlose Gestalten. Zum Beispiel, es wird möglich, ein Erblicken aller Dinge in ästhetischer Haltung, gleichgültig, ob diese Dinge Menschen, Tiere oder Steine sind, vielleicht mit einer Kraft der Vision, als ob eine mythische Wahrnehmung sich wiederhole, aber ein Erblicken, das gleichsam tot mit wachem Auge ist, weil ohne Entscheidung im Leben gründenden Entschluss, zwar bereit, sich bis in jede Lebensgefahr zu engagieren, aber nicht sich im Unbedingten zu verankern. Unempfindlich gegen Widersprüche und gegen Absurditäten, in grenzenloser Begierde nach Wahrnehmen, wird ein Leben geführt, das in den Zwängen dieses Zeitalters versucht, möglichst wenig vom Zwang betroffen, in Unabhängigkeit des eigenen Willens und Erfahrens durchzukommen. Ein Leben, das in aller Betroffenheit durch den Zwang eine innere Unbetroffenheit wahrt, den Gipfel des Daseins in der Formulierung des Gesehenen findet, die Sprache zum Sein macht. Diese unverbindliche Unabhängigkeit sieht gern von sich selbst ab. Die Befriedigung im Sehen wird zur Hingerissenheit für das Sein. Das Sein scheint sich zu enthüllen in diesem mythischen Denken, das eine Weise spekulativer Dichtung ist. Aber das Sein enthüllt sich nicht der Hingabe bloßen Sehens. Es genügt nicht die noch so ernsthafte, einsame Vision,
die kommunikationslose Mitteilung in sprechenden Wendungen, ergreifenden Bildern, in der diktatorischen Sprache des Wissens und Verkündens. So können sich in der Täuschung, das Sein selbst zu haben, Bemühungen sich vollziehen, den Menschen sich selbst vergessen zu lassen. In Seinsfiktionen erlischt der Mensch. Aber in diesen Fiktionen liegt immer noch der Ansatz zur Umkehr, vermag das Verborgene nicht zufrieden sein, Folgen zu haben für die Rückgewinnung eigentlichen Ernstes, der nur in der Gegenwart der Existenz wirklich wird und sich befreit von der ruinösen Haltung, sehen, was ist und tun, was man macht. Die unverbindliche Unabhängigkeit zeigt sich weiter in dem beliebigen Denken. Das verantwortungslose Spiel der Gegensätze erlaubt, nach Bedarf jede Position einzunehmen. Man ist in allen Methoden versiert, ohne irgendeine rein zu vollziehen. Man ist unwissenschaftlich in der Gesinnung, aber ergreift die Gebärde der Wissenschaftlichkeit. Der so Redende ist in seiner ständigen Verwandlung ein Proteus, unfassbar. Er sagt eigentlich nichts und scheint Außerordentliches zu versprechen. Ein ahnungsvolles Andeuten, ein Raunen, ein Spürenlassen des Geheimnisvollen macht ihn anziehend. Aber eine einzige Diskussion ist nicht möglich, sondern nur ein Hin- und Herreden in reizvoller Vielfachheit des Interessanten. Man kann nur mit eintreten in ein gemeinsames, zielloses Zerfließen täuschender Ergriffenheit. Die unverbindliche Unabhängigkeit kann erscheinen in der Form des sich nichts angehen lassens in der Welt, die unerträglich wurde. Etwa so: Der Tod ist gleichgültig. Er wird kommen. Warum sich erregen? Man lebt aus der Lust, der vitalen Kraft und dem Schmerz ihres Versagens. Ein natürliches Ja gestattet, je zu fühlen und zu leben, wie es gerade ist. Man ist unpolemisch, es lohnt nicht mehr. Liebe mit Wärme ist möglich, aber sie wird anvertraut der Zeit, dem zerfließenden, schlechten, unbeständigen. Es gibt nichts Unbedingtes. Man lebt wohl unbefangen, will nichts Besonderes tun oder sein. Man tut, was verlangt wird oder was gehörig scheint. Pathetik ist lächerlich. Man ist hilfsbereit in der Gemeinschaft des Alltäglichen. Kein Horizont, keine Ferne, weder Vergangenheit noch Zukunft empfangen dieses Dasein, das nichts mehr erwartet, nur hier und jetzt lebt. Die vielen Gestalten täuschender Unabhängigkeit, in die wir geraten können, macht am Ende die Unabhängigkeit selber verdächtig. Das ist gewiss. Um wahre Unabhängigkeit zu gewinnen, bedarf es nicht nur der Erhellung dieser Zweideutigkeiten, die wir aufgezählt haben, sondern auch des Bewusstseins der Grenzen aller Unabhängigkeit. Denn absolute Unabhängigkeit ist unmöglich. Im Denken sind wir angewiesen auf Anschauung. Im Dasein angewiesen auf andere, mit denen wir in gegenseitiger Hilfe erst unser Leben ermöglichen. Als Selbstsein sind wir angewiesen auf anderes Selbstsein, mit dem in Kommunikation wir beide erst eigentlich zu uns kommen. Es gibt keine isolierte Freiheit. Wo Freiheit ist, da ringt sie mit Unfreiheit, mit deren völliger Überwindung infolge Wegfalls aller Widerstände die Freiheit selbst aufgehoben wäre. Daher sind wir unabhängig nur dann, wenn wir zugleich in die Welt verflochten sind. Unabhängigkeit kann nicht dadurch wirklich werden, dass ich die Welt verlasse. In der Welt unabhängig sein bedeutet vielmehr ein eigentümliches Verhalten zur Welt. Dabei sein und zugleich nicht dabei sein. In ihr, zugleich außer ihr sein. Das ist in folgenden Sätzen
großer Denker, bei aller Sinnverschiedenheit ein gemeinsames. Aristipp, der griechische Philosoph, sagt in Bezug auf alle Erfahrungen, Genüsse, Zustände des Glücks und Unglücks, ich habe, aber ich werde nicht gehabt. Paulus fordert von der notwendigen Teilnahme am irdischen Leben, haben, als ob man nicht hätte. In der indischen Bhagavad Gita heißt es, das Werk tun, aber nicht nach seinen Früchten streben. Bei Lao Tse ist der Anspruch, handeln durch Nichthandeln. Worauf diese unvergänglichen philosophischen Sätze hinweisen, das bedarf der Deutung und man kommt dabei nicht ans Ende. Hier genügt es für uns, dass es Weisen sind, die innere Unabhängigkeit auszusprechen. Unsere Unabhängigkeit von der Welt ist unlösbar von einer Weise der Abhängigkeit in der Welt. Eine zweite Grenze der Unabhängigkeit ist, dass sie als sie selbst allein zu nichts wird. Unabhängigkeit war negativ ausgedrückt als Freiheit von Angst, als Gleichgültigkeit gegen Unheil und Heil, als Unbeirrbarkeit des nur zusehenden Denkens, als Unerschütterlichkeit durch Gefühle und Triebe. Aber was hier unabhängig wurde, ist ein bloßer Punkt eines Ich überhaupt. Der Gehalt der Unabhängigkeit kommt nicht aus ihr selbst. Sie ist nicht die Kraft einer Anlage, Vitalität, Rasse, nicht der Machtwille, nicht das sich selber schaffen. Das Philosophieren erwächst einer Unabhängigkeit in der Welt, welche identisch ist mit absoluter Bindung durch ihre Transzendenz. Dagegen steht Nietzsches radikale These. Er sagte, erst wenn kein Gott ist, wird der Mensch frei. Denn wenn Gott ist, wächst der Mensch nicht, weil er ständig gleichsam in Gott ausläuft wie ein ungestautes Wasser, das keine Kraft gewinnt. Aber gegen Nietzsche müsste man in diesem gleichen Bilde gerade umgekehrt sagen, erst im Blick auf Gott steigert sich der Mensch, statt ungestaut auszulaufen in die Nichtigkeit bloßen Geschehens des Lebens. Eine dritte Grenze unserer möglichen Unabhängigkeit ist die Grundverfassung unseres Menschseins. Wir stecken als Menschen in Grundverkehrungen, aus denen wir uns nicht herausreißen können. Mit dem ersten Erwachen unseres Bewusstseins geraten wir schon in Täuschungen. Die Bibel deutet das mythisch aus dem Sündenfall. In der Philosophie Hegels wird die Selbstentfremdung des Menschen auf eine großartige Weise erhellt. Kierkegaard zeigt ergreifend das Dämonische in uns, dass man verzweifelt in Verschlossenheit sich verfängt. In der Soziologie wird auf gröbere Weise von den Ideologien, in der Psychologie von Komplexen geredet, die uns beherrschen. Können wir des Verdrängens und Vergessens, des Verdeckens und Verhüllens, der Verkehrungen Herr werden, um wahrhaft zu unserer Unabhängigkeit zu gelangen? Paulus hat gezeigt, dass wir nicht wahrhaft gut sein können, denn ohne Wissen ist gutes Handeln nicht möglich. Weiß ich aber mein Handeln als Gutes, so bin ich schon im Stolz, in der Sicherheit. Kant zeigte, wie bei unserem guten Handeln dieses das verborgene Motiv zu seiner Bedingung macht, dass es unserem Glück nicht allzu sehr schade und es dadurch unrein werden lässt. Dieses radikal Böse können wir nicht überwinden. Also, unsere Unabhängigkeit selbst bedarf der Hilfe. Wir können uns nur bemühen und müssen hoffen, dass uns ohne Sichtbarkeit in der Welt im Inneren dann unbegreiflich zu Hilfe komme, was uns herausreißt aus der Verkehrung.
Unsere mögliche Unabhängigkeit ist stets Abhängigkeit von der Transzendenz. Nun zuletzt, wie lässt sich die heute mögliche Unabhängigkeit des Philosophierens umkreisen? Etwa mit folgenden Worten. Keiner philosophischen Schule sich verschreiben, keine aussagbare Wahrheit als solche für die ausschließend eine und einzige halten, Herr seiner Gedanken werden. Nicht einen Besitz der Philosophie häufen, sondern das Philosophieren als Bewegung vertiefen. Ringen um Wahrheit und Menschlichkeit in der bedingungslosen Kommunikation. Sich fähig machen, von allem Vergangenen aneignen zu lernen, auf die Zeitgenossen zu hören, aufgeschlossen zu werden für alle Möglichkeiten. Und je als dieser Einzelne sich einsenken in die eigene Geschichtlichkeit, in diese Herkunft, in dies, was ich getan habe, übernehmen, was ich war, wurde und was mir geschenkt wird. Nicht aufhören, durch die eigene Geschichtlichkeit hineinzuwachsen in die Geschichtlichkeit des Menschseins im Ganzen und damit in das Weltbürgertum. Wir glauben kaum einem Philosophen, der sich nicht anfechten lässt. Glauben nicht der Ruhe des Stoikers. Begehren nicht einmal die Unerschütterlichkeit. Denn es ist unser Menschsein selbst, das uns in Leidenschaft und Angst geraten, in Tränen und im Jubel uns erfahren lässt, was ist. Daher nur im Aufschwung aus der Gebundenheit an die Gemütsbewegungen, nicht durch ihre Tilgung, kommen wir zu uns. Darum müssen wir uns hineinwagen, Menschen zu sein, und dann tun, was wir können, darin zu unserer erfüllten Unabhängigkeit vorzudringen. Dann werden wir leiden, ohne zu jammern, verzweifeln, ohne zu versinken, geschüttelt sein, ohne ganz umgeworfen zu werden, wenn uns auffängt, was als innere Unabhängigkeit uns erwächst. Philosophieren aber ist die Schule dieser Unabhängigkeit, nicht der Besitz der Unabhängigkeit. Unabhängigkeit so leicht, statt Weg zum eigentlichen Selbstsein zu werden, vielmehr als Unverbindlichkeit des stets auch Anderskönnens zu erscheinen, dann geht das Selbstsein verloren an die bloßen Rollen, die jeweils gespielt werden. Diese scheinbare Unabhängigkeit hat wie alles Täuschende endlose Gestalten. Zum Beispiel, es wird möglich, ein Erblicken aller Dinge in ästhetischer Haltung, gleichgültig, ob diese Dinge Menschen, Tiere oder Steine sind, vielleicht mit einer Kraft der Vision, als ob eine mythische Wahrnehmung sich wiederhole, aber ein Erblicken, das gleichsam tot mit wachem Auge ist, weil ohne Entscheidung im Leben gründenden Entschluss, zwar bereit, sich bis in jede Lebensgefahr zu engagieren, aber nicht sich im Unbedingten zu verankern. Unempfindlich gegen Widersprüche und gegen Absurditäten, in grenzenloser Begierde nach Wahrnehmen, wird ein Leben geführt, das in den Zwängen dieses Zeitalters versucht, möglichst wenig vom Zwang betroffen, in Unabhängigkeit des eigenen Willens und Erfahrens durchzukommen. Ein Leben, das in aller Betroffenheit durch den Zwang eine innere Unbetroffenheit wahrt, den Gipfel des Daseins in der Formulierung des Gesehenen findet, die Sprache zum Sein macht. Diese unverbindliche Unabhängigkeit sieht gern von sich selbst ab. Die Befriedigung im Sehen wird zur Hingerissenheit für das Sein. Das Sein scheint sich zu enthüllen in diesem mythischen Denken, das eine Weise spekulativer Dichtung ist. Aber das Sein enthüllt sich nicht der Hingabe bloßen Sehens. Es genügt nicht die noch so ernsthafte, einsame Vision,
die kommunikationslose Mitteilung in sprechenden Wendungen, ergreifenden Bildern, in der diktatorischen Sprache des Wissens und Verkündens. So können sich in der Täuschung, das Sein selbst zu haben, Bemühungen sich vollziehen, den Menschen sich selbst vergessen zu lassen. In Seinsfiktionen erlischt der Mensch. Aber in diesen Fiktionen liegt immer noch der Ansatz zur Umkehr, vermag das Verborgene nicht zufrieden sein, Folgen zu haben für die Rückgewinnung eigentlichen Ernstes, der nur in der Gegenwart der Existenz wirklich wird und sich befreit. Für diese christliche Struktur der Weltgeschichte ist unsere Zeitrechnung die tägliche Bezeugung. Der Mangel ist, dass solche Ansicht der Universalgeschichte nur für gläubige Christen Geltung haben kann. Auch im Abendland hat aber der Christ seine empirische Geschichtsauffassung nicht an diesen Glauben gebunden. Die heilige Geschichte trennte sich dem Christen als sinnverschieden von der profanen. Eine Achse der Weltgeschichte, falls es sie gibt, wäre nur für die profane Geschichte und hier empirisch als ein Tatbestand zu finden, der als solcher für alle Menschen, auch für die Christen, gültig sein kann. Er müsste für das Abendland und Asien und alle Menschen ohne den Maßstab eines bestimmten Glaubensinhaltes überzeugend sein. Für alle Völker würde damit ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen. Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun zu liegen in dem zwischen 800 und 200 vor Christus stattfindenden geistigen Prozess. Es entstand der Mensch, mit dem wir heute leben. Diese Zeit sei in Kürze die Achsenzeit genannt. In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zum Nihilismus entwickelt. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias bis zu Deutero-Jesajas. Griechenland sah Homer, die Philosophen, Parmenides, Heraklit, Plato und die Tragiker, Thukydides und Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne dass sie gegenseitig voneinander wussten. Das Neue dieses Zeitalters ist überall, dass der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen bewusst wird. Er erfährt die Furchtbarkeit der Welt und die eigene Ohnmacht. Er stellt radikale Fragen, drängt vor dem Abgrund auf Befreiung und Erlösung. Das mythische Zeitalter und dieser für den Staatsaufbau und so fort ins Endlose. Es zeigen sich über Kausalzusammenhänge hinaus gewisse Totalaspekte, etwa in der Stilfolge des Geistigen durch eine Reihe von Generationen, als auseinander hervorgehende Zeitalter der Kultur, als große geschlossene Kulturkörper in ihrer Entwicklung. Spengler und die ihm Folgenden sahen solche Kulturen aus der Masse des bloß dahinlebenden Menschseins erwachsen, gleichsam wie Pflanzen aus dem Boden, die blühen und absterben, in nicht begrenzbarer Zahl. Spengler zählte bisher 8, Toynbee 21. So gesehen hat Geschichte keinen Sinn, keine Einheit und keine Struktur als nur in den unübersehbar zahlreichen kausalen Verkettungen und in den morphologischen Gestaltungen, wie sie auch im Naturgeschehen vorkommen, nur dass sie in der Geschichte viel weniger exakt feststellbar sind.
Geschichtsphilosophie aber bedeutet, solchen Sinn, solche Einheit, die Struktur der Weltgeschichte zu suchen. Diese kann nur die Menschheit im Ganzen treffen. Entwerfen wir ein Schema der Weltgeschichte. Seit Jahrhunderttausenden lebten schon Menschen. Sie sind nachgewiesen durch Knochenfunde in zeitlich datierbaren geologischen Schichten. Seit Jahrzehntausenden lebten uns anatomisch völlig ähnliche Menschen. Gibt es Reste von Werkzeugen, ja von Malereien. Erst seit 5.000 bis 6.000 Jahren haben wir eine dokumentierte, zusammenhängende Geschichte. Die Geschichte hat 4 tiefgreifende Einschnitte. Erstens, nur erschließbar ist der erste große Schritt der Entstehung der Sprachen, der Erfindung von Werkzeugen, des Entzündens und des Gebrauches des Feuers. Es ist das prometheische Zeitalter, die Grundlage aller Geschichte, durch die der Mensch erst Mensch wurde, gegenüber einem uns nicht vorstellbaren, nur biologischen Menschsein. Wann das war, durch welche langen Zeiträume sich die einzelnen Schritte verteilten, wissen wir nicht. Dieses Zeitalter muss sehr lange zurückliegen und das Vielfache der Dokumentierten, diese kann nur die Menschheit im Ganzen treffen. Entwerfen wir ein Schema der Weltgeschichte. Seit Jahrhunderttausenden lebten schon Menschen. Sie sind nachgewiesen durch Knochenfunde in zeitlich datierbaren geologischen Schichten. Seit Jahrzehntausenden lebten uns anatomisch völlig ähnliche Menschen. Gibt es Reste von Werkzeugen, ja von Malereien. Erst seit 5.000 bis 6.000 Jahren haben wir eine dokumentierte, zusammenhängende Geschichte. Die Geschichte hat 4 tiefgreifende Einschnitte. Erstens, nur erschließbar ist der erste große Schritt der Entstehung der Sprachen, der Erfindung von Werkzeugen, des Entzündens und des Gebrauches des Feuers. Es ist das prometheische Zeitalter, die Grundlage aller Geschichte, durch die der Mensch erst Mensch wurde, gegenüber einem uns nicht vorstellbaren, nur biologischen Menschsein. Wann das war, durch welche langen Zeiträume sich die einzelnen Schritte verteilten, wissen wir nicht. Dieses Zeitalter muss sehr lange zurückliegen und das Vielfache der dokumentierten, demgegenüber zeitlich fast verschwindenden geschichtlichen Zeit betragen. Zweitens, zwischen 5.000 und 3.000 vor Christus erwuchsen die alten Hochkulturen ungefähr gleichzeitig in Ägypten, Mesopotamien, am Indus, etwas später Angho in China. Es sind kleine Lichtinseln in der breiten Masse der schon den ganzen Planeten bevölkernden Menschheit. Drittens, um 500 vor Christus erfolgte die geistige Grundlegung der Menschheit, von der sie bis heute zehrt, und zwar gleichzeitig und unabhängig in China, Indien, Persien, Palästina, Griechenland. Viertens, seitdem ist nur ein einziges, ganz neues, geistig und materiell einschneidendes Ereignis erfolgt, von gleichem Rang weltgeschichtlicher Wirkung, das wissenschaftlich-technische Zeitalter, vorbereitet in Europa seit dem Ende des Mittelalters, geistig konstituiert im 17. Jahrhundert, in breiter Entfaltung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, in über... Zweitens, zwischen 5.000 und 3.000 vor Christus erwuchsen die alten Hochkulturen ungefähr gleichzeitig in Ägypten, Mesopotamien, am Indus,
etwas später Angho in China. Es sind kleine Lichtinseln in der breiten Masse der schon den ganzen Planeten bevölkernden Menschheit. Drittens. Um 500 vor Christus erfolgte die geistige Grundlegung der Menschheit, von der sie bis heute zehrt. Und zwar gleichzeitig und unabhängig in China, Indien, Persien, Palästina, Griechenland. Viertens. Seitdem ist nur ein einziges, ganz neues, geistig und materiell einschneidendes Ereignis erfolgt, von gleichem Rang weltgeschichtlicher Wirkung, das wissenschaftlich-technische Zeitalter, vorbereitet in Europa, seit dem Ende des Mittelalters, geistig konstituiert im 17. Jahrhundert, in breiter Entfaltung, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, in überstürzt schneller Entwicklung erst seit einigen Jahrzehnten. Werfen wir nun einen Blick auf den dritten Einschnitt um 500 vor Christus. Hegel sagte, die Erscheinung des Gottessohnes ist die Achse der Weltgeschichte. Geschichte geht zu Christus hin und kommt von ihm her. Für diese christliche Struktur der Weltgeschichte ist unsere Zeitrechnung die tägliche Bezeugung. Der Mangel ist, dass solche Ansicht der Universalgeschichte nur für gläubige Christen Geltung haben kann. Auch im Abendland hat aber der Christ seine empirische Geschichtsauffassung nicht an diesen Glauben gebunden. Die heilige Geschichte trennte sich dem Christen als sinnverschieden von der profanen. Eine Achse der Weltgeschichte, falls es sie gibt, wäre nur für die profane Geschichte und hier empirisch als ein Tatbestand zu finden, der als solcher für alle Menschen, auch für die Christen, gültig sein kann. Er müsste für das Abendland und Asien und alle Menschen ohne den Maßstab eines bestimmten Glaubensinhaltes überzeugend sein. Für alle Völker würde damit ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen. Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun zu liegen in dem zwischen 800 und 200 vor Christus nicht anzuerkennen. Sie ist keine letzte Instanz. Scheitern als solches ist noch kein Gegenargument gegen die Wahrheit, die sich transzendent gegründet findet. Mit der Aneignung der Geschichte quer zu ihr werfen wir den Anker in der Ewigkeit. Die Unabhängigkeit des Menschen wird verworfen von allem Totalitären. Mach es als religiöser Glaube, den Anspruch alleiniger Wahrheit ein Alle erheben. Mach es als Staat bei der Einschmelzung alles Menschlichen in den Bau des Machtapparates, nichts mehr übrig lassen an eigenem, wenn selbst Beschäftigung in der Freizeit der Gesinnungslinie entsprechen muss. Unabhängigkeit scheint lautlos verloren zu gehen, in der Überflutung allen Daseins durch das Typische, die Gewohnheiten, die unbefragten Selbstverständlichkeiten. Philosophieren aber heißt, um seine innere Unabhängigkeit ringen unter allen Bedingungen. Was ist die innere Unabhängigkeit? Es lebt ein Bild des Philosophen als des unabhängigen Menschen seit der späteren Antike. Das Bild hat mehrere Grundzüge. Dieser Philosoph ist unabhängig erstens, weil er bedürfnislos ist, frei von der Welt der Güter und von der Herrschaft der Triebe. Er lebt asketisch. Zweitens, weil er ohne Angst ist, denn er hat die Schreckbilder der Religionen in ihrer Unwahrheit durchschaut. Drittens, weil er unbeteiligt an Staat und Politik ist, in der Verborgenheit in Ruhe lebt, ohne Bindungen als Weltbürger. In jedem Falle glaubt dieser Philosoph einen absolut unabhängigen Punkt, einen Standpunkt außerhalb aller Dinge, damit eine Unbetroffenheit und Unerschütterlichkeit erreicht zu haben.
Dieser Philosoph ist Gegenstand der Bewunderung, aber auch Gegenstand des Misstrauens geworden. Seine Wirklichkeit bezeugt wohl in mannigfachen Gestalten eine ungewöhnliche Unabhängigkeit in Armut, Ehelosigkeit, Berufslosigkeit, apolitischem Leben, bezeugt ein Glück, das nicht bedingt ist durch etwas von außen kommendes, sich vollzieht in dem Bewusstsein einer Wanderschaft und der Gleichgültigkeit gegen die Schläge des Schicksals. Aber manche dieser Gestalten bezeugen auch ein gewaltiges Selbstgefühl, einen Wirkungswillen und Götterlichkeit durch Gefühle und Triebe. Aber was hier unabhängig wurde, ist ein bloßer Punkt eines Ich überhaupt. Der Gehalt der Unabhängigkeit kommt nicht aus ihr selbst. Sie ist nicht die Kraft einer Anlage, Vitalität, Rasse, nicht der Machtwille, nicht das sich selber schaffen. Das Philosophieren erwächst einer Unabhängigkeit in der Welt, welche identisch ist mit absoluter Bindung durch ihre Transzendenz. Dagegen steht Nietzsches radikale These. Er sagte, erst wenn kein Gott ist, wird der Mensch frei. Denn wenn Gott ist, wächst der Mensch nicht, weil er ständig gleichsam in Gott ausläuft wie ein ungestautes Wasser, das keine Kraft gewinnt. Aber gegen Nietzsche müsste man in diesem gleichen Bilde gerade umgekehrt sagen, erst im Blick auf Gott steigert sich der Mensch, statt ungestaut auszulaufen in die Nichtigkeit bloßen Geschehens des Lebens. Eine dritte Grenze unserer möglichen Unabhängigkeit ist die Grundverfassung unseres Menschseins. Wir stecken als Menschen in Grundverkehrungen, aus denen wir uns nicht herausreißen können. Mit dem ersten Erwachen unseres Bewusstseins geraten wir schon in Täuschungen. Die Bibel deutet das mythisch aus dem Sündenfall. In der Philosophie Hegels wird die Selbstentfremdung des Menschen auf eine großartige Weise erhellt. Kierkegaard zeigt ergreifend das Dämonische in uns, dass man verzweifelt in Verschlossenheit sich verfängt. In der Soziologie wird auf gröbere Weise von den Ideologien, in der Psychologie von Komplexen geredet, die uns beherrschen. Können wir des Verdrängens und Vergessens, des Verdeckens und Verhüllens, der Verkehrungen Herr werden, um wahrhaft zu unserer Unabhängigkeit zu gelangen? Paulus hat gezeigt, dass wir nicht wahrhaft gut sein können, denn ohne Wissen ist gutes Handeln nicht möglich. Weiß ich aber mein Handeln als Gutes, so bin ich schon im Stolz, in der Sicherheit. Kant zeigte, wie bei unserem guten Handeln dieses das verborgene Motiv zu seiner Bedingung macht, dass es unserem Glücke nicht allzu sehr schade und es dadurch unrein werden lässt. Dieses radikal Böse können wir nicht überwinden. Aus denen wir uns nicht herausreißen können. Mit dem ersten Erwachen unseres Bewusstseins geraten wir schon in Täuschungen. Die Bibel deutet das mythisch aus dem Sündenfall. In der Philosophie Hegels wird die Selbstentfremdung des Menschen auf eine großartige Weise erhellt. Kierkegaard zeigt ergreifend das Dämonische in uns, dass man verzweifelt in Verschlossenheit sich verfängt. In der Soziologie wird auf gröbere Weise von den Ideologien, in der Psychologie von Komplexen geredet, die uns beherrschen. Können wir des Verdrängens und Vergessens, des Verdeckens und Verhüllens, der Verkehrungen Herr werden, um wahrhaft zu unserer Unabhängigkeit zu gelangen? Paulus hat gezeigt, dass wir nicht wahrhaft gut sein können, denn ohne Wissen ist gutes Handeln nicht möglich. Weiß ich aber mein Handeln als Gutes, so bin ich schon im Stolz, in der Sicherheit. Kant zeigte,
wie bei unserem guten Handeln dieses das verborgene Motiv zu seiner Bedingung macht, dass es unserem Glücke nicht allzu sehr schade und es dadurch unrein werden lässt. Dieses radikal Böse können wir nicht überwinden. Also, unsere Unabhängigkeit selbst bedarf der Hilfe. Wir können uns nur bemühen und müssen hoffen, dass uns ohne Sichtbarkeit in der Welt im Inneren dann unbegreiflich zu Hilfe komme, was uns herausreißt aus der Verkehrung. Unsere mögliche Unabhängigkeit ist stets Abhängigkeit von der Transzendenz. Nun zuletzt, wie lässt sich die heute mögliche Unabhängigkeit des Philosophierens umkreisen? Etwa mit folgenden Worten. Keiner philosophischen Schule sich verschreiben. Keine aussagbare Wahrheit als solche für die ausschließend eine und einzige halten, Herr seiner Gedanken werden. Nicht einen Besitz der Philosophie häufen, sondern das Philosophieren als Bewegung vertiefen. Ringen um Wahrheit und Menschlichkeit in der bedingungslosen Kommunikation. Sich fähig machen, von allem Vergangenen aneignen zu lernen, auf die Zeitgenossen zu hören, aufgeschlossen zu werden für alle Möglichkeiten. Und je als dieser Einzelne sich einsenken in die eigene Geschichtlichkeit, in diese herab alles, was überkommen ist, eingeschmolzen werden sollte, und doch ist der Grund eines neuen Baus noch nicht überzeugend sichtbar. Was wir Geschichte nennen, ist im bisherigen Sinn zu Ende. Es war ein Zwischenaugenblick von 5000 Jahren, von Lokalgeschichten, nach denen heute zum ersten Mal die Weltgeschichte beginnt. Ein Raum von 5000 Jahren zwischen der durch vorgeschichtliche Jahrhunderttausende sich erstreckende Besiedlung des Erdballs und dem heutigen Beginn der eigentlichen Weltgeschichte in unabsehbare Zukunft. Es waren diese 5 Jahrtausende, gemessen an den Zeiten des vorhergehenden Menschseins und den zukünftigen Möglichkeiten, ein winziger Zeitraum. Diese Geschichte bedeutete gleichsam das Sich-Treffen, das Sich-Versammeln der Menschen zur Aktion der Weltgeschichte, war der geistige und technische Erwerb der Ausrüstung zum Bestehen der Reise. Wir fangen gerade an. In solchen Horizonten müssen wir uns orientieren, wenn wir in den Realitäten unseres Zeitalters schwarz sehen und die ganze menschliche Geschichte für verloren halten möchten. Wir dürfen glauben an die kommenden Möglichkeiten des Menschseins. Auf kurze Sicht ist heute alles trübe, auf lange Sicht nicht. Uns dessen zu vergewissern, bedürfen wir die Maßstäbe der Weltgeschichte im Ganzen. Fragen wir nun nach dem Sinn der Geschichte. So liegt für den, der an ein Ziel der Geschichte glaubt, es nahe, dieses Ziel nicht nur zu denken, sondern planend zu verwirklichen. Aber unsere Ohnmacht erfahren wir, wenn wir im Ganzen planend uns einrichten möchten. Die übermütigen Planungen von Gewalthabern aus einem vermeintlichen Totalwissen von der Geschichte scheitern in Katastrophen. Die Planungen der Einzelnen in ihrem engen Kreise gelingen, misslingen oder werden Momente ganz anderer, ungeplanter Sinnzusammenhänge. Der Gang der Geschichte erscheint entweder wie eine Walze, gegen die niemand sich halten kann, oder sie erscheint wie ein Sinn, der ins Unendliche hinein deutbar ist, durch neue Ereignisse sich wieder erwarten kundgibt, immer vieldeutig bleibt, Verdichtung ist. Aber das Sein enthüllt sich nicht der Hingabe bloßen Sehens. Es genügt nicht die noch so ernsthafte, einsame Vision,
die kommunikationslose Mitteilung in sprechenden Wendungen, ergreifenden Bildern, in der diktatorischen Sprache des Wissens und Verkündens. So können sich in der Täuschung, das Sein selbst zu haben, Bemühungen sich vollziehen, den Menschen sich selbst vergessen zu lassen. In Seinsfiktionen erlischt der Mensch. Aber in diesen Fiktionen liegt immer noch der Ansatz zur Umkehr, vermacht das Verborgene nicht zufrieden sein, Folgen zu haben für die Rückgewinnung eigentlichen Ernstes, der nur in der Gegenwart der Existenz wirklich wird und sich befreit von der ruinösen Haltung, sehen, was ist und tun, was man macht. Die unverbindliche Unabhängigkeit zeigt sich weiter in dem beliebigen Denken. Das verantwortungslose Spiel der Gegensätze erlaubt, nach Bedarf jede Position einzunehmen. Man ist in allen Methoden versiert, ohne irgendeine rein zu vollziehen. Man ist unwissenschaftlich in der Gesinnung, aber ergreift die Gebärde der Wissenschaftlichkeit. Der so Redende ist in seiner ständigen Verwandlung ein Proteus, unfassbar. Er sagt eigentlich nichts und scheint Außerordentliches zu versprechen. Ein ahnungsvolles Andeuten, ein Raunen, ein Spürenlassen des Geheimnisvollen macht ihn anziehend. Aber eine eigentliche Diskussion ist nicht möglich, sondern nur ein Hin- und Herreden in reizvoller Vielfachheit des Interessanten. Man kann nur mit eintreten in ein gemeinsames, zielloses Zerfließen täuschender Ergriffenheit. Die unverbindliche Unabhängigkeit kann erscheinen in der Form des sich nichts angehen lassens in der Welt, die unerträglich wurde. Etwa so: Der Tod ist gleichgültig. Er wird kommen. Warum sich erregen? Man lebt aus der Lust, der vitalen Kraft und dem Schmerz ihres Versagens. Ein natürliches Ja gestattet, je zu fühlen und zu leben, wie es gerade ist. Man ist unpolemisch, es lohnt nicht mehr. Liebe mit Wärme ist möglich, aber sie wird anvertraut der Zeit, dem Zerfließenden, Schlechten, negativ ausgedrückt, als Freiheit von Angst, als Gleichgültigkeit gegen Unheil und Heil, als Unbeirrbarkeit des nur zusehenden Denkens, als Unerschütterlichkeit durch Gefühle und Triebe. Aber was hier unabhängig wurde, ist ein bloßer Punkt eines Ich überhaupt. Der Gehalt der Unabhängigkeit kommt nicht aus ihr selbst. Sie ist nicht die Kraft einer Anlage, Vitalität, Rasse, nicht der Machtwille, nicht das sich selber schaffen. Das Philosophieren erwächst einer Unabhängigkeit in der Welt, welche identisch ist mit absoluter Bindung durch ihre Transzendenz. Dagegen steht Nietzsches radikale These. Er sagte: Erst wenn kein Gott ist, wird der Mensch frei. Denn wenn Gott ist, wächst der Mensch nicht, weil er ständig gleichsam in Gott ausläuft wie ein ungestautes Wasser, das keine Kraft gewinnt. Aber gegen Nietzsche müsste man in diesem gleichen Bilde gerade umgekehrt sagen: Erst im Blick auf Gott steigert sich der Mensch, statt ungestaut auszulaufen in die Nichtigkeit bloßen Geschehens des Lebens. Eine dritte Grenze unserer möglichen Unabhängigkeit ist die Grundverfassung unseres Menschseins. Wir stecken als Menschen in Grundverkehrungen, aus denen wir uns nicht herausreißen können. Mit dem ersten Erwachen unseres Bewusstseins geraten wir schon in Täuschungen. Die Bibel deutet das mythisch aus dem Sündenfall. In der Philosophie Hegels wird die Selbstentfremdung des Menschen auf eine großartige Weise erhellt. Kierkegaard zeigt ergreifend das Dämonische in uns, dass man verzweifelt in Verschlossenheit sich verfängt.
In der Soziologie wird auf gröbere Weise von den Ideologien, in der Psychologie von Komplexen geredet, die uns beherrschen. Können wir des Verdrängens und Vergessens, des Verdeckens und Verhüllens, der Verkehrungen Herr werden, um wahrhaft zu unserer Unabhängigkeit zu gelangen? Paulus hat gezeigt, dass wir nicht wahrhaft gut sein können, denn ohne Wissen ist gutes Handeln nicht möglich. Weiß ich aber mein Handeln als Gutes, so bin ich schon im Stolz, in der Sicherheit. Kant zeigte, wie bei unserem guten Handeln